Es war zur Zeit des Schwarzen Todes. Und die Pest fegte über den ganzen Kontinent. Eines Tages kam ein Fremder in das Dorf. Einige meinten, er wäre ein Priester. Wenn es so war, dann war er ein Priester des Unheils. Vielleicht war er auch der Tod persönlich. Er begann, die Leute hier gegeneinander aufzuhetzen. Freunde wurden plötzlich Feinde. Dauerte nicht lange. Er behauptete, er würde die Pest ein für alle Mal verjagen können. Es war in einer grauenvollen Nacht. Da versetzte er alle Leute in wilde Rase. Er schritt dem Pöbel voran, der die Kranken und die Infizierten aus ihren Häusern trieb und sie aufspürte wie wilde Tiere. Und als man die Siechen und Schwachen schließlich stellte, schlachtete man sie bestialisch ab. Sie wurden mit Knüppeln erschlagen und anschließend regelrecht zerfleischt. Als es vorbei war, sind ihre vergifteten Körper mit Freude in ein Loch geworfen. Hier verbrannte man Hexen, weil in diesen Wäldern das Schlechte wohnt.